Hallo, hier ist Armin Staudt mit einem Photoshop-Tutorial. Heute will ich euch einen extrem praktischen Trick zeigen, der mir das Leben sehr erleichtert. Und zwar geht es heute auch schon wieder mal um die Retusche mit Fadkonturen, von der ich total begeistert bin. Dazu habe ich schon zwei Videos gemacht, aber in ganz anderen Situationen. Heute wollen wir mal Pfade mit der Hand zeichnen. Und zwar ganz viele und ganz feine. Ja, weil es geht darum, hier in einem Gesicht ganz viele fliegende Haare zu retuschieren. Und das gelingt mir mit der Hand nicht so gut, weil ich den Pinsel, also den Bereichsreparaturpinsel, den müsste ich immer ziemlich dick machen. Und dadurch würde ich dann Linien im Gesicht bekommen. Wenn ich den aber quasi auf die Haarbreite einstellen kann, ja, dann bekomme ich diese Spuren nicht. Das kann ich per Hand aber nicht, weil ich viel zu krakelig mit meinem Stift hier umgehe. Ja? Vielleicht gehört ihr ja zu den Leuten, die in der Lage sind, Romane auf ihrem Grafiktablett zu schreiben. Mir geht das nicht so. Ich kann auf dem Grafiktablett nicht schreiben. Meine Feinmotorik ist da nicht so gut, komischerweise. Ja, und ich kann jetzt mit einem, was weiß ich, einem 8-Punkt-Pinsel kann ich nicht so an einem Haar entlang retuschieren, dass das auch immer gerade würde und funktionieren würde. Aber mit der Aktion, die ich euch heute zeige, funktioniert das alles wunderbar, ratzfatz, in Sekunden, schnell ist übertrieben, aber in ein paar Minuten. Ja, so, setze ich mal meine Brille auf, gehen wir mal hier rüber. Wir gehen jetzt mal hier auf die Ebenenpalette. Ich mache jetzt mal hier den Look aus, ja, und mache mal alle Retusche-Ebenen aus bis zu Haare im Gesicht. So, und jetzt seht ihr das Problem, ja, dass ich hier ganz viele fliegende Haare habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine neue leere Ebene mache und auf meinen Bereichsreparaturpinsel gehe mit J, ja, guck mal, wie fein dieser Pinsel ist. Wie viel hat er jetzt? 8 Pixel, ja. Mit 8 Pixel kriege ich mit der Aktion dieses Haar auf jeden Fall wunderbar weg. Wenn ich das jetzt aber per Hand machen soll, ja, guck mal, dann habe ich schon mal, der Ansatz war schon mal nicht gut. Und guck mal, wie langsam das geht. Oh, da muss ich mich total konzentrieren. Ich setze mal am besten ab. Ja. Natürlich geht das mit der Hand, wenn ihr das drauf habt. Ja, aber ich habe das so nicht drauf. Und guck mal hier, was ich mich jetzt konzentrieren muss. Und dann habe ich hier das Haar nicht erwischt. Und da muss ich nochmal rüber gehen. Also mache ich das am besten gleich größer. Gehe da jetzt irgendwie mit so einem super fetten Pinsel drüber. Ja, und bekomme hier, naja, hier an der Situation hat es jetzt gerade funktioniert. Ist natürlich klar, ist ein Tutorial, will ich zeigen. Aber das ist klar, wenn ich jetzt mit so einem fetten Pinsel hier durch so ein Gesicht gehe, ja, und das so oft machen muss, dann habe ich hier auf jeden Fall so unschöne, unscharfe Streifen im Bild. Und das möchte ich einfach vermeiden. So, jetzt zeige ich euch mal. Jetzt habe ich das hier mal rübergeholt. Ja, jetzt mache ich mal eine neue leere Ebene. Das ist übrigens ganz wichtig. Diese Aktion funktioniert nur, wenn ihr auf einer Ebene seid, einer Pixelebene, auf der ihr retuschieren könnt. Ja, sonst funktioniert die Aktion nicht. Okay, so. Jetzt zeige ich das einmal per Hand. Ja, ich gehe jetzt hier auf mein Rundungswerkzeug. Ja, und zwar gibt es jetzt seit Photoshop 2020 gibt es ein neues Werkzeug. Das spielt jetzt aber keine Rolle. Ihr könnt das mit dem alten Zeichenstift genauso machen. Das ist aber echt aufwendiger. Der Vorteil von diesem Rundungszeichenstift-Werkzeug ist der, dass ich quasi meistens ohne Sondertasten klarkomme und relativ schnell so runde Pfade machen kann. So, jetzt holen wir uns gleich mal hier dieses schwierige Haar. Ich muss natürlich sehen, dass ich jetzt genau das Haar treffe mit meinem Pfad. Das heißt, das kann ich ganz gut, ja, aber das freie Handzeichnen kann ich nicht so gut. Und das ist halt immer irgendwie auch eine Talentfrage. Ja? Das heißt, dass wir jetzt hier einfach so ungefähr die Mitte des Haars treffen müssen. Ungefähr ist eigentlich doof. Eigentlich müsste man genau die Mitte des Haares treffen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, schaffe ich das in einem Tutorial? Also wenn ich jetzt so alleine arbeite, ist das kein Problem. Ja. So. Und jetzt ist es so, dass jetzt der Pfad ja immer weiterläuft. Und wenn ich den jetzt unterbrechen will, dann drücke ich einmal auf Escape. Dann ist der Pfad unterbrochen. Ja? Das heißt, ihr braucht keine geschlossenen Pfade für diese Art der Retusche, sondern ihr braucht einfach einen Arbeitspfad. Ich zeige euch das eben mal, wenn ich hier die Palette raushole. Ja, so groß muss die gar nicht sein. Hier ist ein Arbeitspfad. Wenn der aktiviert ist, dann ist mein Pfad grün. Das könnt ihr natürlich hier oben einstellen. Hier könnt ihr die Farben einstellen. Ihr könnt auch einstellen, wie dick der Pfad ist. Ja. Könnt ihr alles so machen, wie ihr wollt. Spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich jetzt hier einfach in das Leere klicke von der Pfadpalette, dann seht ihr den Pfad nicht mehr. Dann würde auch meine Aktion nicht mehr funktionieren. Die lasse ich jetzt aber noch gar nicht ablaufen, sondern ich mache das jetzt einmal per Hand für euch, damit ihr wisst, worum es überhaupt geht. Ich aktiviere diesen Arbeitspfad. Ja. Das ist ja sowieso, wenn ich einen Pfad zeichne. Ja. Dann gehe ich hier unter Pfadkontur füllen. Das hat aber nur Sinn, wenn ich das Werkzeug, das ich dort verwenden will, vorher eingestellt habe. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit J auf meinen Bereichsreparaturpinsel und der ist natürlich jetzt viel zu dick. Jetzt weiß ich das, weil ich das ja schon mal gemacht habe, dass zum Beispiel für dieses Haar eine breite
oder eine Größe von 8 Pixeln perfekt ist. Also das ist eine Größe, mit der ich per Hand nicht mehr malen kann. Das ist mir zu fisselig. Ja? Aber mit der Aktion oder mit diesem Befehl, den ich euch jetzt zeige, sollte das eigentlich funktionieren. Aber ihr seht, dass der Pfad jetzt nicht hundertprozentig auf dem Haar liegt. Ich gucke mal, ob es trotzdem geht. Pfadkontur füllen, das ist der Befehl. Der ist nur dann schwarz. Also ihr könnt den nur dann auswählen, wenn ihr hier eine Pixelebene ausgewählt habt, auf der ihr retuschieren könnt. Wenn ich die nicht auswähle, also deselektiere und hier in mein Menü gehe, dann ist Pfadkontur füllen grau. Das ist eine Falle, in die ich immer wieder tappe. Ja? Deswegen ziehe ich mir auch lieber dann in diesem Fall die Pfadpalette raus, damit ich das hier im Auge habe, dass hier auch tatsächlich diese richtige Ebene markiert ist. So, jetzt kann ich diesen Befehl ausführen, Pfadkontur füllen. Dann wähle ich hier das richtige Werkzeug aus. Das ist der Bereich Reparaturpinsel. Ihr könnt natürlich auch den Reparaturpinsel oder irgendwas ausprobieren, aber der ist halt am einfachsten, weil da muss ich ja keinen Referenzpunkt setzen oder so. Druck wollen wir nicht simulieren. Jetzt machen wir einfach okay. Zack. Jetzt ist das retuschiert. Jetzt sehe ich aber den Pfad noch. Deswegen muss ich den jetzt deselektieren. Und ihr seht, dass ich hier daneben geklickt habe. Also ich habe es eben zweimal ausprobiert für das Tutorial, da ist es mir gelungen, jetzt ist es mir nicht gelungen. In einem Fall, wo die Retusche nicht so schön ist, ja, oder wo ihr es nochmal machen wollt, dann geht ihr einfach mit E auf den Radiergummi und radiert einfach die Stelle, die nicht so gut geworden ist, nochmal weg. Ja, dann geht ihr wieder mit P auf diesen Pfad. Jetzt kann ich es ja mal ein bisschen besser probieren. Wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, dann kann ich ja auch einfach zum Beispiel, zeige ich jetzt mal, wieder mit J auf meinen Bereich Reparaturpinsel gehen und sagen wir mal hier eine Dicke von 10 einstellen. So, und jetzt lasse ich den ganzen Befehl nochmal ablaufen. Pfadkontur füllen, Bereich Reparaturpinsel, okay. Und jetzt sollte das eigentlich weg sein, ja. Also wenn ihr gut drauf seid, dann geht das auch in einem Rutsch, ja. Und wenn ihr die richtige Breite gefunden habt von dem Bereichsreparaturpinsel, ja, dann ist das alles kein Thema. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man diese Aktion aufzeichnet, okay. Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist so, glaube ich, die kürzeste Aktion, die ich jemals aufgezeichnet habe. Wie geht denn das jetzt los? Lass mich mal nachdenken. Als erstes brauchen wir einen Arbeitspfad. Ja, das ist jetzt auch, spielt jetzt auch überhaupt keine Rolle, ob wir jetzt tatsächlich was retuschieren oder nicht, wenn wir eine Aktion aufzeichnen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal hier alles markieren und löschen, so dass wir, warte mal, alles markieren und löschen, dass wir auch die Haare wieder haben. Jetzt ist der Pfad auch weg, den habe ich auch gelöscht, das heißt, ich mache jetzt einfach nochmal einen neuen. Wir brauchen jetzt einfach als Vorbereitung brauchen wir einen Pfad. Ja, weil diesen Pfad, den macht ihr ja immer mit der Hand, den kann ja natürlich die Aktion nicht machen. Ich breche jetzt hier mal ab mit Escape. So, jetzt haben wir hier einen Arbeitspfad, der darf aber nicht aktiviert sein, sondern das soll die Aktion machen. Ja, weil die Aktion soll sicherstellen, dass immer der Arbeitspfad auch ausgewählt ist, sonst funktioniert die Aktion dann nicht. Deswegen deselektiere ich diesen Arbeitspfad und jetzt kann ich hier unten eine neue Aktion erstellen. Die nenne ich jetzt einfach mal Pfadkonturretusche. Man kann das auch richtig schreiben. Warte mal. Retusche und aufzeichnen. So, das erste, was ich in der Aktion mache, ist, ich aktiviere den Arbeitspfad. Ja, dann muss ich sicherstellen, das muss ich aber manuell machen. Ja, ich kann jetzt in der Aktion keine Ebene erzeugen, weil ich die ja 100-mal ablaufen lasse, diese Aktion. Ja, deswegen kann ich jetzt nicht 100-mal eine Ebene erstellen und die nachher zusammenfassen. Das wäre ja Blödsinn. Das heißt, ihr müsst dann schon so gut drauf sein, dass ihr wisst, aha, ich brauche eine Ebene und die ist auch ausgewählt. Ja, und das mache ich in der Aktion nicht. Ich werde die auch nicht auswählen. Das heißt, sonst müsste die immer gleich heißen in jedem Bild. Ja, sondern ich will einfach mal ganz schnell eine neue Ebene machen, einen Pfad machen und dann auf meinen Kurzbefehl drücken und diese Aktion ablaufen lassen. Okay, so will ich das machen. Also, deswegen lassen wir diese Ebenenpalette einfach in Ruhe. Jetzt gehe ich hier auf meinen Befehl, Pfadkontur füllen. Mein Werkzeug habe ich vorher ja schon eingestellt. Das muss ich sowieso auch immer manuell machen. Man kann da jetzt keine voreingestellte Breite einstellen oder sowas und sage, okay, ja, und jetzt deselektiere ich den Arbeitspfad und das war's. Mehr braucht man nicht. Das ist fertig, ja? Okay, total geil, oder? So, pass auf. Und jetzt geht er hier auf die Aktion. Ich hoffe jetzt, dass sie funktioniert. Am besten probieren wir das nochmal aus. Ich habe jetzt also hier mein Werkzeug, mache hier nochmal einen Pfad. Ist jetzt auch völlig egal, ob ich den richtig zeichne oder nicht. Drücke hier aufs Escape und lasse jetzt diese Aktion ablaufen. Zack, ist retuschiert, der Arbeitspfad ist deselektiert, dass ich auch sehen kann, ob es richtig retuschiert ist. Und dann kommt der nächste. Zack, 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 zack. Escape gedrückt. Aktion läuft ab, fertig retuschiert. Natürlich habe ich das jetzt zack, zack, zack mäßig nicht richtig gemacht. Okay, so. Und jetzt kommt der eigentliche Trick. Jetzt könnt ihr nämlich hier oben nochmal, wenn hier
die Aktion an sich ausgewählt ist, ja, also quasi dieser Container von der Aktion, der ist ausgewählt. Und dann geht ihr hier rein und sagt, Aktionsoption. Und hier könnt ihr dann eine Funktionstaste als Kurzbefehl auswählen und dazu auch noch Sondertasten. Ich habe das bei mir jetzt so gemacht, dass ich den einfach auf F4 gelegt habe. Jetzt müsst ihr aber aufpassen, wenn ihr einen anderen Kurzbefehl auf F4 habt, also jetzt nur als Beispiel, ja, dann müsst ihr den hier oben löschen. Ja, das heißt, ihr diesen Kurzbefehl, den ihr nehmen wollt, das sollte einfach nur eine Taste sein, nicht zwei Tasten oder sowas. Ja, wenn ihr den benutzt, dann probiert ihr den vorher aus, ob da irgendwas anderes passiert oder drauf liegt. Das seht ihr immer dann, wenn ich einen Kurzbefehl auswähle. Das kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Also wenn ich irgendeinen Kurzbefehl auswähle, genau hier, zum Beispiel kopieren, ja, dann seht ihr, dass hier das Menü oben blau wird und da seht ihr, aha, Moment, da ist irgendwo ein Kurzbefehl, der schon drauf liegt. Dann müsst ihr in diesem Fall hier unter Tastaturbefehle, Anwendungsmenüs und dann sucht ihr diesen Befehl und löscht den einfach raus. Ja, den könnt ihr einfach löschen und dann hier akzeptieren und dann ist der Befehl weg. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das bei mir funktioniert. Ja, ich habe natürlich mit meinem F4-Befehl ist das natürlich super praktisch. Das heißt, tak, 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 Escape, F4, retuschiert. Tak, 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 Escape, F4, das war F3, scheiße. F3 ist meine Mask Machine, okay, F4, ja, und retuschiert. Das ist eigentlich alles. Es ist super, super, super einfach, ja. Ihr müsst einfach nur als Voraussetzung eine Ebene haben, auf der ihr retuschieren könnt. Dann müsst ihr euren Bereichsreparaturpinsel nehmen und den in die richtige Größe bringen. Ja? Oder wenn ihr noch andere Einstellungen hier verändern wollt, oben stellt ihr das alles ein. Ja? Dann malt ihr euch einen Pfad. Tak, 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 Escape. Ja? Ihr braucht keinen geschlossenen Pfad. Und dann lasst ihr einfach die Aktion ablaufen. Ja? Also jetzt bei mir in meinem Falle F4. Und jetzt habt ihr gesehen, wie toll das ist, wenn der Bereichsreparaturpinsel so groß ist. Da kann man ganz tolle Retuschen mitmachen. Also, mir hat das Leben sehr erleichtert. Ich denke mal, dass ihr diese Aktion auch alleine hinkriegt. Ja, weil das waren ja gerade mal, wie viele Befehle waren denn das? Guck mal hier, das Chaos, weil ich auf den falschen Befehl eben gedrückt habe. Wo ist denn das? Wo unten, Pfadkontur. Das sind 1, 2, 3 Befehle waren das, oder? Mehr ist das nicht. Warte mal, man kann ja nichts mehr sehen. Alter, das ist viel zu voll hier. So, 1, 2, 3 Befehle. Mehr ist das nicht. Und einen Kurzbefehl zuordnen. Und dann seid ihr einfach mal 20 mal so exakt und 10 mal so schnell. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Armin Stolz.